Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Samstag, den 10.12.22. Ich habe gestern einen Spruch gehört, den habe ich da oben drauf geschrieben. Und der steht, Liken steht für Liebe. Das ist doch was Schönes, oder? Habe ich erst da drauf geschrieben, weil ich den Spruch gut fand. Also, Daumen hoch steht für Liebe. So, jetzt schauen wir am Samstag, was uns der Samstag so bringt. Wir haben unseren Vater und Emotionen. Also, es geht hier Familie und Partnerschaft und Heilung. Also, alle Unwegsamkeiten, sage ich jetzt mal, die man mit Familie im weitesten Sinne und Partnerschaft hat, die ganzen Emotionen, die da aufkommen, kamen in letzter Zeit oder so, kommen jetzt in Heilung. Das ist doch schon was Schönes. Womit speziell der Vater liegt, vielleicht findet man das noch raus. Wenn wir eine Lösung haben, für was auch immer. Und zwar für die Freizeit. Das könnte auch ein Urlaub sein oder ein Wochenendtrip oder sonst irgendetwas. Unveränderbar. Und Arbeit. Es kann aber auch sein, dass man die Eltern besucht, Freizeit mit den Eltern verbringt. Und dass diese, also nicht nur Eltern, sondern auch Partnerschaft, dass hier eine Lösung für welches Problem auch immer, was emotional ist, was sich nicht verändern lässt. So immer wenn es um dies und jenes Thema geht, dann das kriegt meine Mama einen Weinanfall oder irgend sowas, dass sich jetzt nicht so lösen lässt, dass da findet man jetzt eine Lösung, auf welcher Art auch immer. Hier steht auch, dass die Partnerschaft hier viel Zeit verbringt, dass die Zeit in der Partnerschaft, und sei es mit deinem Partner, sei es mit deinen Kindern, mit deinen Freunden oder mit deinen Eltern, vollkommen egal. Wenn die harmonisch ist, bringt das Heilung für die Arbeit. Also den ganzen Stress kann man da abbauen. Und darum gibt es auch eine Lösung für diese emotionalen Sachen, dass eben der Stress in der Partnerschaft, in welcher auch immer, wegfällt und damit auch wirklich Heilung ist. Dafür ist man natürlich sehr dankbar. Es kommt durch diese Lösung, die hier kommt, ach, das ist ja richtig schön, durch diese Lösung, die hier kommt, und das ist wirklich alles im familiären Bereich oder eben in der Partnerschaft, im Bereich, wo aber auch Freunde dazu zählen, also alles, wo du in gewisser Weise eine Partnerschaft hast, gilt aber auch mit Arbeitskollegen oder so, also oder Trainingskollegen oder, du weißt, was ich meine. Wenn da emotionale Probleme sind oder waren, also ein Mensch fühlt sich immer sehr gekränkt. Der fühlt sich immer gleich angesprochen und fühlt sich gekränkt. Das ist so ein etwas Emotionales. Du meinst es nicht böse, aber der andere fühlt sich sofort gekränkt. Obwohl du weißt schon gar nicht mehr, was sagen sollst, dass der sich ja nicht gekränkt fühlt. Also das sind so emotionale Sachen, die du ja nicht lösen kannst. Die müsste der Mensch mit sich lösen, was aber viele ja nicht tun. Also können wir da gar nichts machen, aber dafür gibt es jetzt eine Lösung. Man kommt da auf gute Ideen oder man kann sich aussenden oder erklären oder. Es steht jetzt nicht da, wie die Lösung ausschaut, aber die wird sich praktisch ergeben. Und damit kann man seine Freizeit und seine Partnerschaft und die Familie, je nachdem, wirklich wieder genießen. Da kommt die ganze Partnerschaft, die ganze Gemeinschaft und die Liebe, die da drin fließt, der Spaß, das Lachen. Einfach, was halt das der Gemeinschaftssinn ist, ist in der Clique anders wie in der Familie, weißt du selber, kommt hier wirklich reichhaltig ins Fließen. Und das heißt, du kannst wirklich dieses Wochenende entspannen, dich wirklich fallen lassen in der Partnerschaft, ob das jetzt zu zweit ist, ob das eine Clique ist, ob das deine Familie ist mit zwei Kindern oder. Es gibt für alles eine Lösung, wenn die Kinder quämmeln, das kann jetzt auch sein. Warum es speziell der Vater liegt, weil ich nochmal gucken. Aber das kommt alles ins Fließen, dass es wirklich harmonisch ist und du erkennst wirklich, dass es sich erstmal lohnt, an der Familie, Partnerschaft und so weiter zu arbeiten, Lösungen zu finden, und zweitens, du kannst wirklich ausspannen, wirklich, das ist wirklich eine Erholung hier, und hier ist eben auch ein Kurztrip drin, wie ein Urlaub, ein Wochenendurlaub. Hier ist allerdings auch
im weitesten Sinne Geld drin, also dass hier Lösungen gefunden werden für finanzielle Probleme, die dann wirklich eine Erleichterung sind und dich dadurch mal wieder fallen lassen kann, weil man die Sorgen, die großen Sorgen mal weg hat und so weiter. Das liegt alles hier drin. Jetzt wollen wir noch auf den Vater speziell liegen, warum jetzt der Vater speziell dort liegt, weil der hat ja eine Aussage, spirituell ist mir das klar, aber weltlich nicht wirklich, warum jetzt speziell der Vater liegt, da könnte jetzt auch Familie liegen oder so. Aber es hat ja immer eine Aussage. Es geht um Geld. Also es geht hier wirklich um Geld, weil hier ist nämlich auch der Geldfluss und hier liegt wieder Geld. Das heißt eben hier was Offizielles. Hier gibt es eine Lösung von Geld, wahrscheinlich für deinen Vater, deine Mutter, also sagen wir mal die ältere Generation, gibt es hier eine Lösung. Also ich weiß zum Beispiel, das könnte das jetzt sein, weil es ja wirklich eine Tagesenergie ist, mein Mann, der ist ja Rentner, und der hat Geld bekommen. Der kam heute zu mir und sagte, scherzhaft, muss ich gleich sagen, ich wähle jetzt die Grünen. Das sage ich, warum? Ja, er hat, glaube ich, 300 Euro gekriegt oder irgend sowas. Und ich kriege natürlich nichts, aber er kriegt das. Nein, ist ja auch recht. Also irgend so eine Hilfe. Kann natürlich sein, dass das sowas ist, da jetzt da kurzzeitig eine Lösung gefunden wird für die Probleme, man sich mal erstmal wieder fallen lassen kann. Das ist aber etwas Kurzzeitiges bei vielen, weil es ja wirklich nur eine Tagesenergie ist. Aber auf jeden Fall haben wir hier einen schönen Fluss, der durch diese Lösung, wo auch immer sie ist, ob sei es im Emotionalen, im Finanziellen oder in der Familie, wirklich Heilung bringt und man sich wirklich fallen lassen kann. Wenn wir da jetzt energetisch reinkommen, dann kriegen wir hier Energien von höchster Stelle, sage ich jetzt einfach mal, die uns einfach Lösungen bringen, die uns runterkommen lassen, die uns entspannen lassen, dass bei uns wieder alles reichhaltig fließen kann. Denn dieses Fließen im Körper, jede Energie fließen lassen, bringt automatisch Heilung, weil du hast wahnsinnig viel Stau, das alles Mögliche auslöst. Du hast dann Verkrampfungen, Magenkrämpfe, der Darm zieht sich zusammen, das musst du nicht mal merken, aber wenn du nicht regelmäßig täglich auf Toilette gehen kannst, dann weißt du, der Darm ist irgendwie verkrampft. Wusste ich auch lange nicht. Also der Körper verspannt sich oft so, dass du es eigentlich für normal empfindest, aber wenn es dann mal anders ist, merkst du, was ist denn los? Also, und das ist hier auch dass du eben wieder fließen lassen kannst, dass der Körper wieder fließen lassen kann. Und das ist eine sehr, sehr große Hilfe. Denn wenn der Körper wieder fließen kann, in auch die Energien fließen können, lockert es auf jeden Fall all deine Blockaden, all deine emotionalen Stauungen. Denn wenn du oft oder gern emotional reagierst und das nicht auslebst, ausdenkst, dich damit auseinandersetzt oder irgendwie abbaust, staut sich das. Das staut sich wirklich. Und da kommt dann über Jahre, sage ich jetzt einfach mal, kann dann wirklich irgendeine Krankheit entstehen. Aber Emotionen, die verdrängt werden, die nicht ausgelebt werden können, aus welchen Gründen auch immer, die stauen sich auch im Körper, also auch energetisch. Und das, was hier kommt, diese Lösungsenergie, die heißt nicht umsonst Lösung, also eine Energie, die löst, die dich ins Fließen bringt energetisch und die so emotionale Stauungen wirklich auflöst, also ins Fließen bringt. Das ist richtig schön. Ich weiß nicht, ob das jeder wirklich spürt, aber wie soll ich sagen, also ich spüre es immer körperlich. Ich, wenn emotionale Sachen gelöst habe bei mir, also ich habe gemerkt, ich habe da und da ein Problem und das ist immer Kopf, es ist immer emotional, es ist nie Seele oder so, das ist immer Kopf und ich löse das und ich arbeite das ab auf meine Art und Weise, dann ist meistens so, dass ich wirklich das körperlich spüre, dass ich dann, wenn es ganz krass ist, sogar Durchfall kriege, also einfach, weil sich das dann löst, also das muss schon ganz krass sein, aber meistens spüre ich es auch maximal eine Stunde später körperlich, dass sich da wirklich was gelöst hat. Also wenn du mal darauf Obacht gibst,
könnte das bei dir auch sein. Und das ist zum Beispiel beim Gegenteil, wenn du zum Beispiel Verstopfung hast, dann lässt du irgendetwas nicht los, du hältst irgendetwas fest. Und das ist meistens auch sehr, sehr emotional. Also alles, was du energetisch erlebst, legt sich immer auf den Körper. Und darum erscheint dir in letzter Zeit immer der Körper, weil wenn du auf den achtest und seine Signale versuchst zu verstehen, und die sind eigentlich gar nicht schwer, weil du logisch denken kannst. Einfach logisch denken. Wenn ich jetzt nicht aufs Klo kann, dann halte ich was fest. Ja, dann hat sich was gestaut, dann ist da eine Blockade oder. Also es ist eigentlich ganz leicht, wenn ich Kopfweh habe, dann will der Kopf irgendwas, was ich eigentlich nicht will oder andersrum. Das ist zum Beispiel, wenn ich immer früher irgendwo hinfahren musste, wo ich nicht hin wollte, bekam ich immer Kopfweh, weil ich es eigentlich nicht wollte. Und der Kopf hat da gesagt, nee, der Kopf will das nicht. Also ich will es nicht, und der Kopf hat dementsprechend darauf reagiert. Und. Also wenn du da ein bisschen Obacht gibst, dann wirst du die Signale des Körpers kennen. Und diese Energie, die hier reichhaltig runterkommt, und das Schöne ist, dass hier auch Erkennen drauf ist. Das heißt, wir werden es merken, wir werden es erkennen. Und es arbeitet in uns. Es ist aber auch so erkennbar und reichhaltig, dass wir das dann freiwillig, sage ich jetzt mal, einfach weitermachen. Hier kommt erstmal eine Lösungsenergie, die von sich aus mal was anschiebt, die du aber so erkennst, dass die so wohltuend ist, dass da so was Schönes ins Fluss kommt, dass du sagst, das möchte ich jetzt weitermachen mit anderen Sachen, die einfach für mich momentan noch unveränderbar sind. Die sind nicht unveränderbar. Das heißt bloß, also ich reagiere halt immer, wenn ich weiß nicht, ein grünes Kleid sehe, dann wäre ich immer traurig. Aus welchen Gründen auch immer, ist ja wurscht. Kann ich nicht ändern. Doch. Und wenn du merkst, du kannst hier was ändern, hier kommt ein Fluss durch, hier kommst du und du fühlst dich dann wohler. Ich sage es nicht in die Heilung, die liegt hier, aber das ist der zweite Schritt. Du fühlst dich erstmal wohler. Dann kann es sein, dass du sagst, okay, guck mal, ob ich das auch wegmachen kann. Das würde dann hier erkennen, dass diese Arbeit wirklich Spaß machen kann und wirklich in die Heilung bringt. Auch das alles sind Energien. Gilt natürlich nicht für jeden. Du musst dann schon das erste Mal wollen und auch das aktiv erleben, sage ich jetzt mal. Also wenn jetzt Hans Müller vom Nachbarn, der nur Fußball kennt und Wochenende mit seinen Freunden verbringt und sonst für nichts im Kopf hat, er wird fühlen, dass irgendwas anders ist, aber wirklich erkennen wird das nicht wirklich. Aber wir werden es erkennen. Also alle, die sich ein bisschen beschäftigen, werden es erkennen. Also energetisch ist hier ein schöner Fluss, der hier kommt von höchster Stelle, der uns wirklich runterbringt, der uns wirklich auch energetisch reinigt und das reichhaltig uns in die Heilung bringt und alles zum Fließen kommt. Und weltlich ist hier eine Lösung, kann finanziell sein, Kurzzeitlösung, die dich dann wieder hier entspannen lässt, Kurzzeiturlaub und, habe ich dir erzählt. Eine schöne Energie, und die fängt jetzt an, und es ist nicht so, dass die jetzt nur das Wochenende da ist und dann weg ist, nein, die wird dann auch bleiben, du kannst sie auch immer wieder aufrufen. Jetzt kommt sie halt speziell zur Lösung. Also Energien, die dir Lösungen geben, als weil du in den Fluss kommst. Und wenn du in den Fluss kommst und dich frei machst von diesem Denken, dann kommen Lösungen automatisch auf dich zu, und die kommen da auch mit. Also du kriegst hier automatisch auch Lösungen für Geld, für deine Heilung und. Also eine schöne Energie, die hier anfängt und die dann auch immer und immer wieder abrufbar ist. Bloß jetzt kommt sie eben verstärkt. Gut. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten. Denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen
Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.